Das Magazin heute mit diesen Themen. Wir zeigen Bilder aus der Premiere des Zirkus Roncalli und wir schauen, wie künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt werden könnte. Willkommen zum neuen Kurier-TV-Magazin. In Wien immer ein Highlight im angehenden Herbst, der Zirkus Roncalli. Die Truppe rund um Bernhard Paul hat am Mittwoch am Wiener Rathausplatz Premiere gefeiert. Über einen Zirkus ohne Tiere, dafür aber mit jeder Menge Prominenz, berichtet Clara Ploder. Endlich wieder Zirkusluft schnuppern. Der Zirkus Roncalli gastiert nach der langen Durststrecke wieder in Wien. Ein Ereignis, das sich viele Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Sport und Musik natürlich nicht entgehen lassen. Und während sich die Zirkusfamilie eher im Hintergrund vorbereitet, freuen sich schon viele am Zirkusplatz auf die Premiere. Der Zirkus Roncalli ist eine Institution, ich meine, am Rathausplatz, dass man da auftreten kann. Das ist schon mal was Besonderes. Dann alle Wagen, die sind neu lackiert. Die schauen ja fast aus, wie wenn sie von der Fabrik kommen. Aber der Lugner ist halt gewöhnt, mit Tierchen unterwegs zu sein. Und beim Roncalli gibt es angeblich keine Tierchen. Ja, was mache ich denn dann? Tiere gibt es bei diesem Zirkus tatsächlich nicht. Dafür sorgen die Artisten, Clowns und Akrobaten aus aller Welt für Staunen. Und man ist schon gespannt auf die Premiere und freut sich am meisten auf... auf den Zirkus Roncalli. Nein, für alles. Zirkus ist einfach ganz was Spezielles. Vor allem aus der Kindheit kenne ich das sehr, sehr gut und mit meinen Kindern immer wieder im Zirkus. Also es macht einfach Spaß. Ich bin jetzt schon glücklich. Also schon, wenn man auf den Rathausplatz kommt und man riecht das Popcorn und hört die Musik und so, dann ist man gleich in einer ganz anderen Welt. Ich freue mich sehr auf die Hologramme, bin ein großer Tierliebhaber und der Zirkus war für mich so, wo die wilden Tiere im Zoo waren, nicht so gerade das, was mir gefallen hat. Aber jetzt mit den neuen und modernen Möglichkeiten finde ich das absolut genial. Aber was mich am meisten am Zirkus fasziniert, ich denke einfach die Kunststücke, die wir dort sehen. Also ich bin echt selten im Zirkus, deswegen ich freue mich jetzt schon richtig, dass es dann beginnt. Und ja, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Auf das, dass ich überrascht wäre, dass ich staunen kann heute. Dass ich verzaubert werde von einer ganz anderen Welt. Und da bin ich schon ganz aufgeregt, wie ein Kind. Ich bin ja in einer Generation geboren, wo Zirkus eine Faszination hatte. Für mich war das immer einzigartig. Ich freue mich auf tolle Artisten. Der Roncalli baut das eigentlich auch immer in eine tolle Märchen-Wunderwelt ein. Und endlich wieder mal, dass er da ist, weil Corona hat ja hier auch sehr vieles blockiert. Und ich freue mich auf einen super Abend. Also, wenn ich nicht so faul gewesen wäre, würde ich vielleicht auch ein Trapezkünstler sein, weil ich hätte das schon gern gemacht, aber da musst du halt als junger Mensch anfangen. So ist es. Und apropos Trapezkünstler, die sind wirklich in Höchstform und sorgen im Zirkuszelt für Staunen und Bewunderung. Und so manche wären gar nicht abgeneigt, selbst mal in der Manege etwas auszuprobieren. Oh Gott, ob ich mich trauen würde, da mitzumachen. Also ich glaube, mit ein bisschen Übung oder wenn es eine Aufgabe wäre, ich würde es sicher machen, ja, definitiv. Eher Flugakrobatik, ja. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Von einem Eck ins andere fliegen und ja, vielleicht eine Trapeznummer oder so. Ja, also wenn ich es könnte schon, ja. Aber ich glaube, ich würde abstürzen. Würdet ihr euch trauen, in der Manege eine Akrobatiknummer zu machen? Oh ja, das geht schon, oder? Irgendwas fällt uns da sicher ein. Du magst die Akrobatiknummer und ich fange dich dann auf unten. Hoffentlich. Und was haben eigentlich die Stars mit dem Zirkus gemeinsam? Ich glaube, meine Klaviershow war zumindest in jungen Jahren schon ein bisschen Akrobatik. Sagt man zumindest. Kann nicht jeder, Gott sei Dank. Aber das, was er gemeinsam hat, ist, dass im Herzen ein Zirkuskind ist. Was habe ich mit Zirkus gemeinsam? Ich würde sagen, die Kreativität. Also ich meine, es sind zwar ganz unterschiedliche Bereiche, aber es sind immer neue Herausforderungen und ich denke, das habe ich in meinem Job auch. Und wenn Sie im Zirkus eine Rolle spielen würden, welche Rolle wäre das? Was würden Sie am liebsten übernehmen? Ja, ich glaube, ich bin total untalentiert. Ich habe schon gesagt, der dumme August, der was vom gescheiten Clown interviewt wird, das ist, glaube ich, die passende Rolle für mich. Musik
Wir steuern direkt auf unser TV-Großereignis zu. Nächste Woche am 23. und 24. September am Traunsee Tiefenrausch live. Und der Projektleiter ist jetzt bei mir im Studio, Lukas Steiner-Bauer. Schön, dass du da bist, Lukas. Freut mich. Danke, Marcel, für die Einladung. Du, wir schicken ja ein U-Boot runter an die tiefste Stelle im Traunsee. Mhm. Warum machen wir das? Das ist eine gute Frage. Nein, es hat einen sehr, sehr wichtigen Grund. Und zwar geht es wirklich um eine wissenschaftliche Expedition in dem Zusammenhang. Wir gehen erstmalig live mit einem U-Boot in die 191 Meter. Das hat es noch nie gegeben. Hat es noch nie gegeben. Mhm. Es hat natürlich genug U-Boote schon in weiteren Tiefen als wie 191 Meter gegeben. Aber was wir machen, ist wirklich ein U-Boot mit bis zu 7 Live-Kameras aus der Tiefe zu übertragen in dem Fall. Warum machen wir das? Aus einem ganz bestimmten Grund. Seit ca. einem Jahr laufen die Vorbereitungen gemeinsam mit der ZAMK, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geophysik. Dynamik. und dem österreichischen Bundesheer, die einen ganz, ganz wichtigen Part bei dem Projekt einnehmen, um den Klang der Erde einzufangen. Was ist der Klang der Erde? Der Klang der Erde, man muss sich so vorstellen, die Erde bewegt sich jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute. Mhm. Und egal ob ein Erdbeben in Papua-Neuguinea oder sonst irgendwo ist, das zeigt gewisse Schwingungen. Diese Schwingungen ist nichts anderes wie der Klang der Erde, sprich die Stimme unserer Mutter Erde in dem Zusammenhang. Wir spielen das schnell ab, so kann man es erklären, und dann ist das hörbar. Genau, seit ca. 3 Monaten sind spezielle Seismometer und Hydrophone in der Traunsee-Region installiert. Eins davon ist am Gipfelkreuz, eins ist am Ufer, eins in 35 Meter Tiefe ungefähr und eins daneben auf die 191 Meter. Und unsere Aufgabe mit dem U-Boot ist es, dieses Hydrophon in 191 Meter Tiefe zu bergen. Deswegen brauchen wir U-Boot. Genau, und das ist der letzte Puzzlestein zum Klang der Erde. Das wird dann zusammengespielt. Und jetzt für mich wichtig zu wissen, wer geht denn da rein in das U-Boot, außer dem Kapitän? Ja, also, ich würde das mal von der Seite anfangen. Es ist so, dass wir das U-Boot, das ist eines der einzigen privaten U-Boote in Europa, das da zum Einsatz kommt. Der Philipp Eppelbaum, der U-Boot-Kapitän im Zusammenhang mit seinem Team, wird natürlich die gesamte U-Boot-Operations übernehmen. Davon wird es eine 1-2-Mann-Besetzung in U-Boot von seitens Eppelbaum geben. Und zusätzlich, um dem Ganzen natürlich noch das gewisse Etwas zu geben, haben wir... Das Glanz und Glamour. Genau. Haben wir den Pizzerra und Jaus, die Pizzerra und Jaus mit dabei. Otto und Pauli. Otto und Pauli. Davon wird aber nur der Pauli ins U-Boot gehen. Okay. Der Otto wird ja bei dir auf der Plattform stehen und da bisschen, mit dir ein bisschen quatschen, witzeln. Die Silvia Schneider wird mit dabei sein, als unsere Moderatorin aus dem U-Boot, die dann die Kommunikation auch auf die Plattform halten wird. Und dann wird es einen Überraschungsgast geben. Gibt es einige noch, die da... Ja, mittlerweile haben wir eine lange, lange Liste, die wir mitgeben wollen. Aber alles wollen wir noch nicht verraten, natürlich, weil es soll ja spannend bleiben. Richtig, genau. Was treibt dir jetzt so ein paar Tage vor dem Projekt? Ich sehe dich ja auch jeden Tag. Derzeit so ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn. Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass dieses Projekt eine der aufwendigsten TV-Live-Übertragungen dieses Jahres sein wird. Also wir haben allein 90.000 Kilo Equipment vom Bundesheer vor Ort. Wir haben knapp 10 Kilometer Glasfaserkabel im Einsatz. Die Dimension muss man sich mal vorstellen. Das ist gigantisch. Und 17 Live-Kameras, eine ganze, insgesamt 120 Leute Crew vor Ort. Und einer der wesentlichsten und der Themen, die mich schlaflos machen, ist das Wetter natürlich. Ne? Regen wäre nicht so tragisch, aber Wind, oder? Genau, ja. Also der Wind ist sicher unser Hauptproblem, sage ich mal so. Man muss sich so vorstellen, am See, über der tiefsten Stelle, von dort weg das U-Boot ablegt, haben wir eine Plattform mit ca. 15x15 Metern, das natürlich aufgrund der Größe sehr windanfällig ist. Und unser größtes Problem wäre eben diese Plattform mit einer zu hohen Windstärke zu beladen, um dann eben dementsprechend abtreiben lassen zu müssen. Okay, also da müssen wir wirklich aufpassen, dass da nichts passiert. Genau. Lukas sitzt ja in der Redaktion übrigens neben mir und das ist dann immer lustig, weil er so alle 5 Minuten derzeit auf die Wetterkarten schaut und ein bisschen besorgt ist. Aber im Moment schaut es gar nicht so schlecht. Ich glaube, bis Mitte der Woche ist jetzt einmal Regen angesagt und dann dürfte es besser werden. Hoffen wir, dass es so bleibt. Naja, wir haben ja Gott sei Dank die ZAMK als unseren Partner, also den Wetterdienst schlechthin, sage ich mal so in Österreich.
und die versorgen uns jetzt momentan täglich, besser gesagt stündlich mit Wetterdaten, sodass wir als Team relativ schnell entscheiden können, wie wir den täglichen Ablaufplan dann auch anlegen. Ab Montag, den 19., ist dann die Crew vor Ort. Allein das Bundesheer reist mit 50 Personen an schon am Montag und das wird sich dann eben hochstufen bis zu 120, 130 Personen. Und das müssen wir im Blick behalten. Ab Montag dann schon live am Transi, klopfen auf Holz, dass alles wirklich da gut über die Bühne geht. Lukas, danke schön, dass du da warst. Ja, gern. Und wir schauen jetzt mal rein in die Bilder von heute Abend. Ab 20.15 Uhr sehen Sie Teil 3 unserer Doku-Serie über Tiefenrausch live und ein paar dieser Bilder, die Sie heute Abend erwarten, schon jetzt vorab. Jetzt bei Tiefenrausch live. In Traunsee machen Wetter und Sicht die Installation der Messstation zu einer Mammutaufgabe. Wir haben jetzt eine Sturmwarnung, wir sollten schauen, dass wir zusammenpacken. So wie es geplant ist, wird es da nicht funktionieren. Und der erste Stresstest unter Wasser verlangt der Expeditionscrew einiges ab. Habe keinen Funkkontakt mehr. Weitsicht gesucht oder sie zumindest genossen, hat der Wiener Bürgermeister Ludwig gestern bei der Eröffnung des neuen Weitsicht Kobenzl. Das Schloss Kobenzl in Wien ist in den letzten Jahren rundum erneuert worden. Jetzt erstrahlt es in neuem Glanz. Inklusive dem Segen Gottes von Dompfarrer Toni Faber. Michael Baumgartner berichtet von der Eröffnung. Nicht nur der Skywalk und die Aussicht, sondern auch die Lage ist hier ganz besonders. Wir haben in unmittelbarer Nähe ja das städtische Weingut am Kobenzl. Ich möchte betonen, dass das einmalig ist in einer Millionenstadt, dass man Weinbau hat und sehr, sehr guten Wein herstellt. Aber jetzt mit diesem neuen Standort, der ja insgesamt 3 Objekte umfasst, wird für die Wiener Bevölkerung, aber auch für die vielen Gäste aus den Bundesländern eine Möglichkeit bestehen, mit einem wunderbaren Blick über Wien Gastronomie zu genießen. Dafür steht auch der hervorragende Gastronom Bernd Schlacher, der seit vielen Jahren hervorragende Hotspots, gastronomische Hotspots in unserer Stadt geleitet hat. Und von daher wird das zweifellos ein großartiges Ausflugsziel für die Wiener Bevölkerung und für die vielen Gäste, die zu uns in die Stadt kommen. Finanziert wurde das Projekt zum Großteil von einem privaten Investor, der 20 Millionen Euro in die Hand genommen hat. Ja, es gibt eine Kooperation zwischen der Stadt Wien und auch einem privaten Investor, wie Sie richtig sagen, Bernd Albert, der hier gemeinsam mit der Stadt dieses Projekt entwickelt hat. Bernd Schlacher hat sich hier auch stark eingebracht. Dieses Projekt war für den Gastronomen aber ursprünglich gar nicht geplant. Er hat die Idee, hatte die Ausschreibung gewonnen, hat er es ausgestiegen und ich wurde gebeten einzusteigen. Also sowas. Der Pächter ist bereits von seinen bisherigen Lokalen bekannt, zum Beispiel das Motto am Fluss. Na, ich glaube, wir machen schon seit 23, 24 Jahren Catering. Das ist hier, also Gastronomie mache ich seit 40 Jahren und Catering seit 24 Jahren. Und beides ist eine Anforderung. Das Areal wurde renoviert und auch neu erbaut bzw. erweitert. Die Meierei, das ist unser Seminarraum mit dem Office, dann gibt es das Schloss Kobenzl, der Kuppelsaal, dann haben wir das Panoramagebäude neu gebaut, das sind 3 Ebenen, die Galerie, dann Panoramaloft und den Gartensalon und hier ist das Café am Kobenzl, das Rondell heißt es richtigerweise, mit dem innen 100 Sitzplätze und außen 200 Sitzplätze. In den letzten Jahren war der Ort hier kein besonderer Ausflugstipp. Eine helle Freude im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren hier war. Ein Riesenunterschied, ein fantastischer Weitblick auf die Stadt. Es ist beeindruckend, was Bernd Schlacher mit Frank Albert hier geschaffen hat, mit den Architekten, mit all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wirklich Gratulation dem Bürgermeister, der mit seinen Stadträten dieses Grundstück zur Verfügung gestellt hat, dass es wirklich fantastisch entwickelt werden konnte. Diesen Ort aufzuwerten, das war auch für die Stadt Wien ein besonders wichtiges Anliegen. Uns war vor allem wichtig, dass dieser Standort entwickelt wird. Er war in den letzten Jahren etwas vernachlässigt vom damaligen Pächter und wir sind sehr froh, dass wir hier mit einem neuen Start, gemeinsam mit einem Investor, gemeinsam mit Bernd Schlacher als Gastronomen hier einen Neuanfang durchführen können. Dem Segen vom Dompfarrer höchstpersönlich hat auch der Regen nichts anhaben können. Nein, der ist dann plötzlich gekommen und ob das Weihwasser sich mit dem Regenwasser vermischt, ist dann weniger wichtig. Hauptsache, wir machen es mit Dankbarkeit und jetzt geht's los. Ich werde oft zu Gast hier sein. Sie haben gesagt, es gäbe auch einen ganz kurzen Segen.
lieber Gott, segne Flotte ist halt wirklich sehr short. Aber wenn ich schon zum Schütten angefangen hätte, hätte ich da mit dem Punkt gemacht. Ich glaube, es lässt sich schon behaupten, dass es einer der schönsten Blicke ist, die man in Österreich überhaupt haben kann. Und Weitblick ist nicht nur hier wichtig, sondern auch in der Politik. Den kann man vielfältig verstehen und Weitblick zu haben ist immer gut in der Politik, genauso wie im privaten Leben, aber hier vor allem an einem spannenden gastronomischen Weit. Na dann, hoffen wir, dass sich der Weitblick durchsetzt. Am 4. Oktober treffen sich Experten und Interessensgemeinschaften im neuen Airport City Space in Wien-Schwechat, um sich über die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz auszutauschen. Denn wir leben schon täglich mit KI, ohne es zu wissen. Computer und Maschinen, die selbstständig lernen, sind vielen Menschen in unserer Gesellschaft noch suspekt. Entweder weil sie zu viele Science-Fiction-Filme gesehen haben oder einfach Angst haben, weil es für sie ein nicht greifbares Medium ist. Eine Angst, die einfach über Jahrzehnte aufgebaut wurde, oder die Angst, dass man den Job verliert. Es gibt ja Berichte von damals, wo die Dampfmaschine gekommen ist, dass die Leute auch Angst hatten, ihre Jobs zu verlieren. Es geht weniger um Verlieren, es geht darum, dass man Menschen in Routinetätigkeiten entlastet. Und gerade bei KMUs sehen wir doch Unternehmen, die einfach ganz vorne dabei sind, was die Nutzung von KI-Systemen angeht, was ja auch immer leichter wird durch Bausteinsysteme und sonstige. Noch trauen sich gerade viele kleine und mittelständische Betriebe nicht in KI-Systeme zu investieren, aber früher oder später werden sie nicht darum herumkommen. Diese Veränderung, die spüren wir jetzt schon, ja, wo die ersten Unternehmen in der digitalen Transformation sich in der Wertschöpfungskette verbreitern und die wird sicher ganz massiv in den nächsten Jahren zu einem Umbruch nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch zu den einzelnen Branchen führen, in denen die Unternehmer tätig sind. Wir leben schon täglich mit künstlicher Intelligenz, ohne es zu wissen. Siri und Co. zum Beispiel und fast jede Homepage sammeln Daten, um dann selbstständig mit personalisierten Angeboten zu werben. Auch jede gängige Software ist mittlerweile lernfähig. Naja, wir haben mehrere Bereiche. Der offensichtlichste, wo es aber vielleicht nicht so im Vordergrund ist, ist natürlich unsere Softwareprodukte. Also wenn Sie ja Office, Word, PowerPoint, Excel und solche Dinge einsetzen, ist da künstliche Intelligenz drinnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie im PowerPoint eine Präsentation machen, dann kriegen Sie natürlich Vorschläge, wie Sie die gestalten könnten zum Beispiel. Oder in Excel, dass automatisch Spalten ausgefüllt oder analysiert werden. Also diese Vorschläge oder auch Übersetzungsdienste, da ist in der Regel überall Machine Learning dahinter. Horrorszenarien, wie man sie aus Hollywood-Filmen kennt, wird es nicht geben. Die Roboter werden sicher nicht die Weltherrschaft übernehmen, denn hinter jedem KI-System steckt immer noch ein Programmierer. Natürlich gibt es Gefahren bei der künstlichen Intelligenz. Zum Beispiel, wenn man sie falsch einsetzt, gibt es ja auch sehr negative Beispiele, Österreich, Europa, wo das eben schon passiert ist. Also ich glaube, hier nach ethischen Standards auch zu arbeiten, man kennt das immer wieder, Randgruppen werden ausgeschlossen und dergleichen, ist ein sehr negatives Beispiel und so sollte es natürlich nicht sein. Aber ich glaube, mehr die Diskussion auch in die Chancen überzukommen. Das heißt, was bringt mir das? Wie kann ich das auch verproben, um auf solche Thematiken draufzukommen? Ich glaube, das sind wichtige Punkte, die man angehen muss. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Keiner wird in Zukunft ohne KI auskommen. Wir sind im europäischen Mittelfeld, vielleicht ein bisschen schlechtestes Mittelfeld ist, was die Entwicklung und die Anwendung von KI angeht. Und Europa, wenn man es weltweit betrachtet, steht leider auch nicht allzu gut da. Da muss man einfach ehrlich sein. Also ich glaube, Europa entwickelt sich zu einem Absatzmarkt für künstliche Intelligenz, was strategisch gesehen sicher ein Problem ist. Und jetzt geht es darum, dass Unternehmen die Chance bekommen, KI-Systeme einzusetzen, auch zu entwickeln. Und dafür braucht es nationale Schwerpunktsetzungen. Informieren kann man sich am 4. Oktober auf der Expedition KI im Airport City Space am Flughafen in Wien. Dort werden praxistaugliche KI-Lösungen vorgestellt. Wetterbilder erreichen uns heute aus dem Türkenschanzpark in Wien. Da war es heute ein bewölkter Himmel, aber recht angenehm bei rund 20 Grad. Die Vorschau für den Osten des Landes. Morgen Freitag bleibt es in Wien, Niederösterreich und im Burgenland unbeständig. Immer wieder ziehen Regenschauer durch und die Werte steigen auf maximal 20 Grad. Deutlich kühler wird es dann am Samstag mit höchstens 15 Grad. Dazu vor allem im Alpenvorland immer wieder Regenschauer. Ansonsten dürfte es aber überwiegend trocken bleiben. Morgen Freitag schauen wir hinter die Kulissen des renovierten Josephinums und Axel Halbhuber, der nimmt uns mit auf eine Safari. Machen Sie es gut, bis morgen.